Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty Game Pass Quest Live Warten. Ich bin der Raiden und in diesem Video möchte ich mit euch die monatlichen Quests von April durchgehen. Und in diesem Video geht es hier um die Stunde 2 und dort müssen wir 5 heimliche Tötungen erzielen. Und wie das Ganze funktioniert, werde ich euch einmal zeigen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt in dem Teil war oder in dem anderen, aber es gab schon mal eine Quest. Ich habe das Spiel hier über die Cloud gestartet und jetzt werde ich euch einfach mal zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Und zwar müssen wir hier die Kampagne auswählen. Wir machen ein neues Spiel und genau. Ich nehme jetzt einfach mal normal. Möchtest du das Tutorial starten? Nein, das lehnen wir dankend ab. Und ja, jetzt werden wir sehen, wie wir das Ganze hier machen. Wir könnten natürlich hier auch erstmal alles überspringen, damit ihr zu dem Punkt kommt, wo wir die Mission machen können. Wir können jetzt hier als Corvo spielen oder als Emily. Ich nehme jetzt einfach mal die Emily. Als Emily Halbwind spielen. Ja, das machen wir. Ich wandle in den kalten Marmor. Mein Vater hat damals alles verloren. Nun trage ich... Was? Was ist geschehen? Alexi, der Thronsaal. Vater. So, jetzt sind wir hier in diesem Raum. Nichts, was ich allein kann. Und wenn wir hier mal durch diese Tür schauen, dann sehen wir hier zwei Wachen. Zum Herzog von Serkonos. Und ja, die müssen wir quasi ausschalten. Dazu machen wir hinter uns mal das Fenster auf, drücken A, gehen raus und... Wie oft habe ich diese Skyline gesehen? Gehen an das andere Fenster wirkt, wieder rein. Und hier ist dann jemand. Wo ist der kaiserliche Schutzherr? Hier läuft ein Staatsstreich. Mein Vater. Er wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus, durch den Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag, unten am Hafen, hat den Schutzherrn gesucht. Finden Sie sie. Fliehen Sie aus Dunwall. Alexi, tut mir leid. Leben Sie wohl. So, jetzt haben wir unseren ersten Gegenstand bekommen. Und wie wir schon gesehen haben, hier ist gleich jemand. Andere läuft gerade hier runter. So, jetzt haben wir schon mal 2 von 5 gemacht. Jetzt drücken wir einfach mal Start. Wir machen jetzt Mission neu starten, damit wir wieder an diesen einen Punkt sind, wo wir in diesem Raum waren. Denn wir hatten hier kein Save Point gehabt und wir machen das Ganze einfach nochmal. Wir benutzen das Fenster, gehen hier raus. Wie oft habe ich diese Skyline gesehen? Es wirkt, als hätte sich alles verändert. So, den Dialog kennen wo wir schon. Ist der kaiserliche Schutzherr? Das werde ich jetzt diesmal überspringen. Wir machen dasselbe jetzt einfach nochmal. Wir gucken uns. Warten kurz ab, bis der eine hier weggeht. Der eine läuft und bleibt noch stehen. Diese Bastarde, der läuft zu noch weiter. Zum Herzog von Serkonos. So, Nummer 3. Und Nummer 4 das Ganze nochmal neu starten. Das war ja eigentlich relativ simpel. Und dann machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Wie oft habe ich diese Skyline gesehen? Es wirkt, 4 von 5 haben wir verändert. Jetzt schon. Müssten wir rein theoretisch nur noch einen Gegner erledigen, damit wir hier wo ist der kaiserliche Schutz, diese Quest auch abschließen können. Warten noch mal ganz kurz. Ah, da guckt's noch. Perfekt. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Serkonos.
So, jetzt haben wir Nummer 5. Ich werde jetzt mal ganz kurz warten. So, Nummer 6 haben wir. Verräter. Und da ist es. Es dauert manchmal ein klein wenig. Monat dieser Quest ist bereit. Dishonored 2. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal ganz kurz an. Genau. Erzielen Sie 5 heimliche Tötungen. Wir hatten sogar 6 auf dem Konto. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Wie gesagt, es geht ganz einfach. Immer 2-mal neu starten. Beziehungsweise die Mission resetten, damit ihr wieder an diesem Anfangspunkt kommt, wo ihr das Schwert bekommt, die 2 Gegner erledigt und wiederholt das Ganze einfach nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns zu einem neuen Video wieder. Haut rein und bis dahin.